Für das Ohr häkel ich eine Luftmaschenkette von 6 Luftmaschen. Dafür mache ich eine Schlaufe und häkel weiter. In der zweiten Luftmasche von der Nadel eine feste Masche, 2 halbe Stäbchen, eine feste Masche und beende das Ohr mit einer Kettmasche. Ich ziehe den Faden raus, schneide ihn ab und benutze ihn gleich zum Vernähen. Und den anderen nehme ich zum Annähen.